Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pumpkin Day. Heißt Pumpkin Days, ne? Mit S. Hallo Olli. Hallo. Ja, ist noch ungewohnt ein bisschen. Ja, dieses ist alles noch so ein bisschen Steuerung, ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich bin jetzt da gerade dabei, so ein bisschen meine Felder zu bestellen hier. Ich werde jetzt mal die Rose anpflanzen, so direkt neben der Kartoffel. Das macht sich bestimmt sehr, sehr gut. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen, dass I das Inventar ist. Und nicht Tab, ja, ich weiß. Woher du wissen? weil mir selber so geht. So, jetzt kommt hier noch so ein bisschen. Ja, wir waren in der letzten Folge im Shop gewesen und haben uns ein paar Seeds gekauft. Und wollen die jetzt anpflanzen. Ich glaube, meine Kartoffeln wachsen gut. Die müsste ich jetzt gleich gießen, wenn muss ich mit Anpflanzen fertig bin. Alles nochmal gegossen werden, ja. Wie viel Seeds hatte ich denn jetzt gekauft gehabt? Mensch? Das steht ja, wenn du in der vier Stück, okay. Reinguckst, dann siehst du das da. Ja, die Steuerung ist wirklich noch sehr gewöhnungsbedürftig, wirklich. Wenn man jetzt besser. Ah, okay. Wenn ich weiter ranzoome, geht das mit den Pflanzen besser. Zoomen mit Scrollen, ne? So. Du bist schon beim Pflanzen? Ich bin beim Pflanzen, ja. Okay. Ich muss mir erstmal die ganzen Seeds runterholen. Aber es ist schön, dass man 10 Plätze hat für das Item so, ne? Ja, da kann man ein bisschen was. Das ist so. Achso. Hab mich gerade gewundert, warum ich nichts mehr anpflanzen kann. Ja, wenn meine Samen fertig gepflanzt sind, dann. 4. Ja, die Steuerung ist wirklich sehr, sehr. Aber wir kriegen das schon hin. Ich habe jetzt hier noch ein paar Kartoffelsamen, aber die lasse ich jetzt, weil ich muss mich erstmal ums Gießen kümmern. Ah, du musst also das Item zunächst erstmal in die Tasche tun und dann kannst du das neue wieder auswählen. Ja, ich habe ja von allen 5 gekauft. Von daher. Pflanze ich jetzt genau das. Man kann. Da unten ist ein Balken. Der geht runter. Wo ist ein Balken? Rechts unten ist ein Balken. Und ja. Für jede Arbeit, die du tust. Geht das ein Stück weit runter? Ah, bist du müde? Wahrscheinlich musst du dann, wenn der ganz unten ist, musst du wohl auf jeden Fall schlafen, oder? Wahrscheinlich. Ich glaube, meine Gießkanne ist leer. Ja, die hat so einen blauen, beziehungsweise wenn du oben guckst, hat die auch so eine Anzeige da. Ja. Ah, der fängt irgendwann auch an zu schwitzen offensichtlich. Und dann geht der Balken weiter runter, ja, ja. Ja, natürlich, er hat 3 Felder gegossen und schwitzt gleich. Boah, ich muss meine Musik leiser machen, das ist wirklich. Mach der faule Sack dir und schwitzt sich da halt zurecht. Ich muss echt meine Musik leiser machen, das ist wirklich. Ja, die düdelt sehr laut, das stimmt. Aber ich habe jetzt erstmal. Stille.
Watering Can ist empty. Okay, die Kanne ist schon leer, also latsche ich zum Brunnen zurück. Brauche ich da nur anklicken, genau, dann füllt er die da wieder auf. Das ist ja erstmal schön simpel, das ist ja schon mal schön. Was ich auch sehr, jetzt liege ich, lieg ich im Beet. Geil, ich lag jetzt im Beet, wo bin ich denn jetzt aufgewacht? Ich weiß nicht, wo ich bin, aber bei dem Bürgermeister bin ich jetzt. Na toll. Ich bin beim Bürgermeister aufgewacht. Okay. Also du solltest die Ruhephasen ausnutzen. Ach je, jetzt laufe ich... Warum sieht der Balken denn auch wieder auf? Nee, der ich weiß es nicht. Auf. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht, wenn man da ins Bett geht oder was. Aber das ist ja auch blöd, ne? Jetzt muss ich vom Bürgermeister wieder zurück auf meine Farm laufen. Das ist ja wohl ein Witz, oder? Okay, also ich kann jetzt auch kaum noch was machen. Das ist der Balken echt und fast unten. Ja, du musst echt gucken, du kannst nicht so viel. Kann man das dann noch irgendwie trainieren oder ich was? Ich habe keine Ahnung. Das auf sich besser, weil wenn du, ich meine, ich habe jetzt hier, wie viele Felder habe ich jetzt gepflanzt und begossen? 3, 6, 9, 12. Ich meine, 12 kleine Felder kurz ein bisschen begießen und pflanzen. Ist am Ende seiner Kräfte. Mal ehrlich, das ist so ein bisschen... Bisschen schwach auf der Brust, der kleine Schmock da. Ach so, meinst du, jetzt ist meine Kanne wieder leer. Okay. Oh Gott. Kann man diese Baumstümpfe oder so kann ich auf jeden Fall nicht aufheben. Zumindest weiß ich noch nicht wie. Ich bin gleich wieder rot, ne? Was macht man denn dann? Bett ja, oder was? Oder muss man da doch was essen? Ich habe gerade gedacht, da muss man vielleicht nichts essen, aber vielleicht muss man doch was essen? Also ich gehe jetzt mal zum Bett. Ich gehe jetzt mal zum Bett und was war das? Quick irgendwas, ne? Pick it up, was heißt das? Ich gab es dir, dann nimmst du das Bett mit. Dann trägst du das rum. Es gibt nur Sleep. Ja. Oder das mitnehmen. Ja, aber ich kann jetzt den Rest nicht mehr gießen. Dann wache ich wieder beim Bürgermeister auf. Ja, die Frage ist, ob wir jetzt mal zum Dings gehen, ob wir jetzt mal in die Stadt gehen. Ja, ich möchte schon noch ganz gerne. Ja, wir sollten nochmal auf diesen Marktplatz da gehen und nochmal gucken, was es da überhaupt so für Läden gibt oder wie, ob man da ob man da Essen kaufen kann oder was. Aber ich würde schon ganz gerne meine Dings noch fertig machen, meine Beete. Ja, das wird ja jetzt schwierig, wenn du jetzt da... Also es gibt ja die Bar, es gibt den Closing Store, es gibt Home Improvement Music Store, dann gibt's das Little Bean Café, also da gibt's wohl irgendwie... Zwei Felder noch, ich bin wieder beim Bürgermeister aufgewacht. Komm, meine letzten zwei Felder noch und dann lass uns mal in die Stadt nochmal gehen. Da müssen wir nochmal gucken. Scan schon mal die Karte ab, wo man eventuell was machen könnte. Also ich würde mal in dieses Café gehen wollen. Kann doch nicht sein, weißt du, da zwei Felder und schon bist du kaputt, ey. Nee, das ist tatsächlich unrealistisch, ja. Wie gesagt, vielleicht muss man sich da doch irgendwie was zu essen besorgen. Da gehe ich einfach mal hin in dieses Café. So, jetzt habe ich alle Felder gegossen. Gott sei es gedankt. Gepriesen und gepfiffen. So. Bei mir bleibt das mal ab und zu mal stehen. Das Bild ab und zu mal stehen. Das Café ist wo? Unten in der Ecke. Hier hoch zum Marktplatz, quer rüber. Bist du beim Marktplatz? Hier sind jetzt total viele Leute. Vielleicht kann man auch hier erstmal so ein bisschen quatschen mit den Leuten oder was, um da ein bisschen was zu erfahren. Ah.
Ich habe die Mailbox gefunden. The Farm. Ba, ba, ba. Oh, 10 Strawberries, 10 Kidney Beans, 10 Turnip, Lettuce, Potato, 10 Barley, 10 Milchchen, 10 Chicken Egg. Dein Ernst? Hello Neighbor, welcome to Pumpkin Vale. My name is Ezekiel. I'm usually down by the Ravenia. Come talk to me when you have a chance. Mit Weephead müssen wir reden wegen Fischen. Okay. Also eigentlich müssen wir mit allen reden. Das sagt jetzt das Mehlfach quasi. Also, du hast schon recht, wir müssen tatsächlich mit allen sprechen. Okay, ich gehe jetzt trotzdem mal zu diesem Little Bean Café. Ich laufe mal den anderen da hinten hinterher, mal sehen, was die so sagen. Ja. Ach, guck mal, hier ist Black Mask. Okay. Okay, das ist so ein Wrestler, der hier rumsteht, offensichtlich. Ich weiß nur nicht, wo du bist. Ah, hier gibt's auf jeden Fall Kuchen, oder was? Das ist, wenn du auf den Marktplatz, wenn du den Marktplatz zentrierst in der Karte. Ja. Da sind da verschiedenste Gebäude drumherum und dann unten links. Links unten. Lil Bean Café. Lil Bean Café. Hier sind auf jeden Fall jede Menge Leute. Die sind immer so schnell weg, bevor man die einmal anzufassen kriegt. Hier kann man aber offensichtlich nicht reingehen, oder was? Ah, das hat von 9 bis 6 PM. Ja, theoretisch hat das noch auf, aber kommt da trotzdem nicht rein. Bin ich jetzt richtig? Nö. Also diese Karte muss man auch nicht verstehen, ne? Doch, ich glaube, jetzt bin ich richtig. Hier komme ich nicht rein. Ins Little Bean Café? Nee, ich auch nicht. Okay, dann gibt's hier die. Die ist offensichtlich die Friseurin hier. Ah, hier daneben ist der Friseurladen. Da kann man sogar noch reingehen. Nee, das ist hier ein Plattenladen. Tucker arbeitet im Café. Aber Tucker steht hier draußen rum. You ever wanna get your grub on, you hit me right up. Also wenn du dein Sachen loswerden willst, dann musst du ihn ansprechen. Okay. Okay, man muss die tatsächlich öfter mal ansprechen. Wieso ist das jetzt schon wieder dunkel? Also ich finde, die Zeit vergeht ja voll schnell, ne? Ja. Ah, es ist schon wieder 6:30. Ja. Okay, da das bist Café. Du. Ja, ich war jetzt im Café und war jetzt hier. Du bist da voll am Schwitzen. Diesem Musikladen. Ja, dann gehen wir wieder schlafen, oder? Ich meine, der Vorteil hat, dass dann müssten ja nicht die ersten Kartoffeln schon wieder reif sein. Ja, wo gehe ich? Wo ich weiß gar nicht, wo man lang gehen muss zum Schlafen. 180, ja, nach Hause. 180. Genau, einmal. Und also das mit der Steuerung ist wirklich sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Richtig? Nein, ich gehe genau verkehrt rum. Ah. Bei mir stimmt irgendwas nicht, ne? Was los? Mein Spiel ist weg.
Ich laufe hier und laufe hier. Okay, aber bringt nichts, oder? Ja, nee, ich hab gar keine Tasten betätigt zum Laufen. Okay. Aber jetzt bin ich wieder da. Was auch immer das gerade für ein Bug war. Multiplayer wurde ja auch als very buggy angekündigt. Ja. So, ich bin gleich bei meiner Farm. Ich müsste jetzt, glaube ich, hier irgendwo runter, oder? Ach je. Hast du den Mehlkasten schon gefunden? Nee, ne? Nee, den habe ich noch nicht gefunden. So, also ich habe mich schon mal ins Bett gelegt und warte jetzt auf dich. Ja, ich bin gleich zu Hause. Aber ja, lass dir Zeit. Ich dödel hier schon mal so ein bisschen in dem Bett rum. Das ist aber ich habe immer noch keine Tür bei mir zu sehen, ne? Irgendwie. Zit. Ja. So, sie hat sich gestreckt. Ja. Jetzt bin ich wieder voll, aber ich verbrauche garantiert gleich wieder alles zum Gießen. So, also hier wächst auch langsam schon ein bisschen was, aber das ist, glaube ich, noch nicht. Also ich glaube, ernten kann ich das noch nicht oder brauche ich dafür was, um das zu ernten? Muss ich da was auch mit der Hacke machen? Nee. Also irgendwie ist das noch nicht fertig, glaube ich. Bei mir ist das, glaube ich, noch nicht fertig. Okay, dann braucht das wohl noch einen Tag. Also ich sehe zumindest nicht, dass irgendwas fertig ist. Ja, würde ich sagen, Marktplatz oder was? Nochmal wieder ein bisschen rumgucken. Nee, ich gieße erstmal in Ruhe. Okay, ja gut, dann mache ich das Gießen auch erstmal, hast du recht. Ja, das weißt du ja, dass es gegossen werden muss, ne? Ja. Du musst aufpassen, dass du nicht ein Beet doppelt gießt, weil das geht alles von deiner Anzeige ab, ne? Okay. Das ist schlecht. Ja, die Kanne ist leer, ist ja gut. Naja, fürs Gießen verbrauchst du aber jetzt nicht ganz so viel, wie wenn du jetzt noch den Boden machst und noch die Seeds machst. Ja, jede Aktion verbraucht halt wohl ein bisschen was. Ja. Deswegen, also. Ich bin trotzdem mit Gießen schon im roten Bereich, ne? Okay, aber mir geht das noch. Du hast wahrscheinlich auch mehr Felder gemacht als ich. Ich habe 5x5. Ja. Und sie hängt schon mit der Nase nach unten. Aber irgendwie muss das doch. Muss man da was essen, eventuell doch? Das ist das, was ich meine, dass man möglicherweise da das auffüllen kann durch Essen oder was man doch irgendwo am Marktplatz gekauft kriegt oder. So, ich komme mal zu dir. Ja, oder wollen wir uns gleich auf dem Marktplatz treffen? Oder wir treffen uns auf dem Marktplatz. Bist du schon unterwegs, oder was? Ich bin schon auf dem Weg. Ich hoffe doch zumindest. Ja, also den Weg zum Marktplatz, der ist dann so schwer nicht. Na, den finde ich auch schnell, tatsächlich. Wo bist du denn? Beim Hirschen. Komm mal bitte hierher. Stopp. Du hast deine Gießkanne noch in der Hand. Dreh dich mal um. Siehst du mich? Ja. Komm mal mit. Du hast doch gefragt, wo du deine E-Mails kriegst. Ja. Ach, hier ist so ein Mail. Ja, dann kannst du mir die drei E-Mails mal erklären. So, hier sind. Kann ich hier draufklicken? Achso, hier sind. Der erste. Ist diese Farmquota. Mhm.
Also du kriegst da auf jeden Fall dann Geld, wenn du diesen Kram irgendwie anbaust. Ja. Dann haben wir hier Hello Neighbor. Willkommen in Pumpkinvale. Mhm. Das ist Ezekiel, der fragt nach Hilfe. Und der braucht was? Er ist unten bei der Western Bridge. Und ich... Und du sollst mal bei ihm vorbeikommen und mit ihm sprechen, wenn du die Gelegenheit dazu hast. Western dann gibt er dir wahrscheinlich irgendwie einen Auftrag oder was. Ja. Fish Prep Station, so. Brauchst, also die erzählen hier, dass du eine Fish Prep Station brauchst, also eine Fischzubereitungsstation. Also das ist von Eddie, der bietet wohl Fischkram an. Okay. Don't forget to rest. Okay, hallo, hier ist die Mama wieder. Diese West Bridge. Also, wir haben einen Brief von Mail von Mutti bekommen, dass wir nicht immer so viel arbeiten sollen und dann, wenn wir müde sind, schlafen. Ja. Aber wie das geht, weiß sie nicht, ne? Man soll doch seine Gesundheit im Auge behalten. Naja, wie das geht, das wissen wir ja. Wir wissen ja, wie das Schlafen funktioniert. Aber das ist halt auch nichts von Essen oder so die Rede, sondern nur von Schlafen. Wollen wir mal zu der... Da bei mir ist doch die Brücke. Wollen wir da mal hingehen? Zu diesem Ezekiel, meinst du? Ich weiß nicht, ob das die Brücke ist, die da bei mir ist, ne? Da ist die Brücke. Ja, wir können da ja auf jeden Fall mal hinlaufen, mal gucken, ob wir da irgendwen finden. Hier ist die Brücke. Ich finde, dass diese Brücke ist, ne? Oder ist Western Bridge nicht nur als Brücke gemeint? Ja, naja, Western Bridge. Wo sind wir überhaupt? Wir sind jetzt schon. Zwischen unseren Zuhause, also genau zwischen unseren beiden Zuhause. Ach, da. Ich gehe mal hier über die Brücke. Hier hinten ist was wie ein Müllberg. Mit einem Schrottauto. Ich gehe da mal hin. Oh, hier ist nichts, hier ist nur Müllberg. Okay. Und ich bin schweinekaputt, angeblich. Lucky Pine Forest. Oh, hier kann man bestimmt... Der glückliche Pinienwald. Ja, hier kann man bestimmt... Die Bäume fällen wirst du jetzt wahrscheinlich so nicht können. Ne? Nee, wir haben ja auch keine Axt und nichts, ne? Also ich sehe hier nichts, weil da hinten ist noch eine Brücke. Ja, welches ist jetzt die richtige? Naja, das ist wahrscheinlich gar keine von denen. Und das ist ein Location gemeint, ne? Also das Gute ist, das Laufen scheint diese... Spitzen, also diese... Anzeige nicht zu beeinflussen. Also da kannst du, glaube ich, machen, so viel du willst. Also das ist das schon mal schön. So, noch mal gucken... Western Bridge. Ja. Wir können ja auch mal einfach ein bisschen rumgehen hier. Nochmal so ein bisschen Richtung Marktplatz gucken, wo da die Leute sind. Animal Shop. Ah, hier sind die Wohnhäuser von den Leuten, oder was? Hier sind ja jede Menge kleine. Hier ist Claudius Haus. Okay, er ist nicht gut genug mit Claudio befreundet, um da reinzugehen. Ah, okay. Das ist bestimmt diese Friendship-Sache, genau, ne? Genau, da brauchst du wahrscheinlich so ein Maß an, um da die Leute zu besuchen. Freundespunkte. Hier ist Zoe, quasi. Genau das Gleiche. Okay, gut, also hier, da... Also muss man im Grunde genommen, muss man sich jetzt erstmal noch wieder mit Leuten unterhalten, die hier sind. Zwei Friendship. Wer bist du? Alex. Howdy. So, wer ist hier? Iris. Auf der Ranch arbeitet sie. Iris arbeitet im Kleidungsladen.
Dann gehen wir mal in den Kleidungsladen, ne? Bist du da gerade drin? Ja. Oh, ich sehe dich gar nicht. Nee, ich bin im Möbelgeschäft. Oh. Okay. Vera. Welcome. Hello, valued customer. Also, wenn ich mein Haus dekorieren will, soll ich hierher kommen? Ja. When you're ready to learn about it, let me know. Okay, also hier kannst du Klamotten kaufen. Okay, der Kram kostet richtig Geld. Was habe ich mir gedacht? Einfach ein paar Flipflops kosten alleine schon 150. Okay, ich glaube, wir müssen noch ein bisschen... Hi. Bisschen Kartoffeln pflanzen und ernten und so weiter. Sonst werden wir hier nicht viel reißen können. Ne? Ah, hier ist der Friseur. Hi. Ah ja, das ist die. Die hatten wir ja schon gesehen. Okay, bei die kannst du dir die Haare machen lassen. Das kostet 300. Okay, die haben alle Preise hier, du Mann, 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 Mann. Also so. Das ist ja ein Haufen Geld, was das alles kostet. Ah, ich glaube, ich habe jemanden gefunden. What's up? Ja, ich würde sagen, dieses Thema mit den Leuten sprechen sollten wir noch ein bisschen weitermachen, aber ich würde sagen, in der nächsten Folge, ne? Ist das schon wieder soweit tatsächlich? Das ist tatsächlich schon wieder soweit. Ja, dann werden wir das mal schnell beenden, bevor ich mich hier noch verliere. Ja, hat's euch gefallen und habt ihr Tipps und Tricks für uns, dann einfach mal unter das Video schreiben und ein Däumchen da lassen. Ehemann, hast du noch was zu sagen? Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Unten rechts ist ein Abo-Button für alle die, die da noch nicht bei sind und die jetzt hier mit uns in die Pumpkin-Kürbis-Landwirtschaft weiter einsteigen wollen. Ne? So, in diesem Sinne. In diesem Sinne, macht's gut, habt eine schöne Zeit. Bye, bye. Tschüss.